Das heutige Video wird euch gesponsert von Ineba.com, dem Online-Marktplatz für die neuesten Games, wo ihr weniger als 70% vom Normalwert am Wochenende zahlen müsst. Wenn ihr ein Spiel haben wollt oder eine PSN-Karte, nutzt den Code Chappy und bekommt das Ganze für einen super, super Preis bei der ersten Neuanmeldung. Drama Battalion. Sometimes, man, sometimes it gets hard trying to reach my goal. Sometimes, yeah, sometimes I pretend like I'm real close. Sometimes, just sometimes I have to put my life on hold. Sometimes, yeah, sometimes I can't dream because is music. When I hit that mic, I gain control. Speaking purely through my... Hallo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Wir haben eine neue, brandneue Operation. Und zwar die vierte Season. Und wie ich gesagt habe, wird sie nicht Strike from the Shadows heißen, sondern sie heißt Spectre Rises. Das heißt, wir haben im Prinzip als Hauptthema den Spectre, den wir aus Black Ops 3 ja schon kennen. Wird ja immer noch diskutiert, ob es Mann oder Frau ist. Ich persönlich muss euch sagen, es ist mir scheißegal, was er ist. Er ist als neuer Spezialist hier drinne. Man kann ihn sofort freischalten, sobald man Level 1 ist. Und dazu haben wir unglaublich viele neue Sachen bekommen. Einige auf den ersten Blick erkennbar, andere nicht. Und wir gehen heute durch alles durch, dass ihr genau wisst, was beim Update passiert ist. Und wir haben einen Buff für fast jede MP bekommen. Das heißt, die Cordite, die Switchblade, die GKS, die Saug hat einen Nerf bekommen. Da ist es andersrum. Also es ist einiges passiert, es sind gute Sachen dabei, schlechte Sachen dabei, wir gehen durch alles heute durch. Ich habe nämlich schon so ein, zwei Videos gesehen, unter anderem von Raptor zum Beispiel, der über den neuen Schwarzmarkt gesprochen hat. Wir haben einen neuen Schwarzmarkt, der geht bis Level 50 anstatt bis Level 100 und hat sich beschwert, dass es jetzt nur bis 50 geht und dann später im Sommer wieder bis 50. Wenn ihr mal hier guckt, endet in 34 Tagen. Der Schwarzmarkt geht nur halb so lange, beziehungsweise die Season geht nur halb so lange, wie die anderen Seasons vorher. Das heißt, wir haben hier nur bis Level 50, da gibt es dann die Tiger High oder den Tiger High, das Tiger High, das neue LMG. Sieht ein bisschen aus wie die Bran oder Bren hieß es glaube ich aus WW2, so mit dem Nachladermagazin auf der Seite. Ist ganz witzig das Ganze, ich habe es jetzt ein, zwei Mal angespielt, ich habe mir den Pass nicht voll gekauft, ich habe keinen Cent ausgegeben, weil ich dafür nichts ausgeben werde. Ich habe auch fast 100 Kisten gestern geöffnet und erste Info für euch, alle Sachen, aber alle Kisten, die ihr in der alten Season erspielt habt, könnt ihr jetzt gerne öffnen. Ihr bekommt auch Sachen aus der neuen Season. Das heißt, es macht keinen Unterschied, ob die Kiste jetzt erspielt wurde oder letzte Woche oder gestern. Ihr bekommt auf jeden Fall auch neue Sachen. Es gibt hier im Schwarzmarkt einiges, was da so mit drin ist. Aber was man dazu sagen muss, die Season geht nur 34 Tage, weil es sollen noch 3 Seasons kommen, bevor das neue Call of Duty MW4, das wissen wir mittlerweile, rauskommt. Das ist der einzige Grund, warum diese Season nur 50 Spieltage hat. Ihr könnt das hier in Ruhe alles durchgehen. Ich lasse jetzt meine Kamera auch genau da, wo sie ist. Ist mir echt egal, wie ihr es sehen könnt. Ihr sollt hier nur mal kurz draufblicken. Es gibt 50 neue Level. Ich bin jetzt bei Level, was bin ich? Bei Level 8. Bei 25 bekommt ihr eine neue Nahkampfwaffe. Das ist so ein komisches Messer hier. Und bei Level 50 bekommt ihr dann das LMG. Wenn ihr jetzt in den Blackjack-Shop geht, ihr habt hier einmal Misty. Die sieht ganz cool aus, das ist ein Blackout-Charakter für 8€ plus 5% Stufenschub. Es gibt also in diesem völlig unübersichtlichen Schwarzmarkt wieder tausende Sachen, die man kaufen kann. Aber was neu hinzugekommen ist, eine der ersten wichtigen Sachen. Ihr seht hier wahrscheinlich mein Level, das seht ihr natürlich nicht, ihr seht mein Level hier. Es ist rot, so das kennt ihr aus Black Ops 3 wahrscheinlich. Alle Prestige Master ab Prestige 10 Level 55 blinken jetzt rot auf, auch in den Lobbys. Das ist vielleicht nur eine kosmetische Änderung, aber es ist immerhin eine gute, weil ich finde, man sieht wirklich, es sieht besser aus, als wenn alle die gleiche Farbe beim Level haben.
Dazu kommt, was wichtig ist, wir haben hier, wie ihr seht, hier unten ein neues Board sozusagen. Das heißt, hier sind Extras mit drin. Ihr könnt, während ihr in der Lobby seid, also mit euren Kumpels wartet oder, hier auf irgendwas draufdrücken. Dann könnt ihr euch hier eine so aussuchen, irgendwas, was bescheuert aussieht. Und dann könnt ihr diese Emotes während der Runde machen. Also während, beziehungsweise vor der Runde. Zum Beispiel, ich weiß nicht, im Spiel kann man ja immer noch die hier drücken. Hier könnt ihr dann auswählen, welches Emote ihr haben wollt. Und hier gibt es noch Tags und die Tag-Sets. Das alles geht jetzt mittlerweile hier. Und wenn ihr unbedingt wollt, könnt ihr R2 gedrückt halten in der Lobby und sucht euch einen davon aus und drückt dann X. Dann macht er das Emote von euch, während ihr mit euren Freunden in der Lobby seid. Einige von euch kennen das mit Sicherheit von Fortnite. Macht er zum Beispiel sowas. Das ist wieder nur ein kleines Gadget, das ist jetzt nicht weltbewegend, aber es ist neu mit drinne. Im Schwarzmarkt sind nagelneue Sachen drinne. Unter anderem ist die Vapor MK2 Variante plus die Spitfire MK2 Variante drinne. Die Wahrscheinlichkeit, die zu bekommen, ist, glaube ich, relativ selten. Ich habe die Spitfire nach 100 Kisten immer noch nicht bekommen. Wenn ihr jetzt hier auf eure Waffen geht und auf Dreieck drückt, dann habt ihr hier auf der linken Seite, seht ihr das, Zubehör und Todeseffekte. Todeseffekte seht ihr gleich einmal, da blende ich euch das ein, wie das aussieht. Ihr könnt hier, das ist jetzt, wenn man Prestige geht, ihr könnt so eine Art Talismane für eure Waffen freischalten. Die sieht es in den Schwarzmarktkisten ganz normal, ihr zieht die irgendwann, dann habt ihr sie immer nur für eine Waffe spezifisch und dann könnt ihr es dafür ausrüsten. Und dann hat eure ICR in dem Fall zum Beispiel ein Talisman. Der ist dann hier auf der Seite. Und wenn ihr dann im Spiel auf auf die rechte Pfeiltaste drückt, dann seht ihr diesen Talisman an eurer Waffe. Nur ein kleines Gadget, finde ich aber ganz witzig, finde ich in Ordnung. Dasselbe gilt für Todeseffekte. Gehen wir mal auf eine Waffe, wo ich einen Todeseffekt habe. Diese Effekte für die Waffen, hier habe ich einen für die KN, müsst ihr für jede Waffe einzeln freischalten. Es gibt, glaube ich, 3 oder 4 verschiedene Effekte und ein Effekt passt immer nur auf eine Waffe. Mir wäre es lieber gewesen, wenn man so macht, es gibt Todeseffekt, dann habt ihr es für alle Sturmgewehre, einen für alle MPs und, hat man aber nicht gemacht, damit wir im Schwarzmarkt einfach noch mehr Bullshit haben, den man da rauskaufen kann. Dann kommen wir zu etwas Neuem, und zwar die Punkteserien sind angepasst worden. Drohne und Konterdrohne haben vorher 12,5 Sekunden gehalten, jetzt halten sie 30 Sekunden jeweils. Finde ich eine sehr gute Erneuerung. Was mir immer noch bei beiden fehlt, vor allen Dingen unter der Prämisse, dass wir keinen Hater haben, dass Drohne und Konterdrohne die Rate, wie oft das Radar aktualisiert wird, sehr, sehr langsam ist. Da würde ich mir wünschen, dass das nochmal gefixt wird. Ob das gefixt wird, kann ich nicht sagen. Das Drohnengeschwader, die Mutterdrohne, das sind ja glaube ich 3 oder 4 Drohnen, die immer losfliegen. Die Mutterdrohne hat mehr HP bekommen, das heißt, man kann sie nicht mehr so einfach abschießen und schießt jetzt schneller als vorher. Das heißt, das Drohnengeschwader ist ein bisschen stärker geworden. Und auch der Mantis wurde ein bisschen angehoben, ein bisschen Liebe bekommen, auch ein bisschen besser. Wir haben jetzt, wie ihr seht, nicht mehr die Möglichkeit, die DLC Moshpit zu spielen als vorgestellten Modus, außer ihr kauft euch den Battle Pass. Der Black Ops Pass hat 3 nagelneue Maps bekommen. Diese neuen Maps, die könnt ihr hier im Trailer sehen, sehen ganz cool aus, sind aber nur für die Leute, die 50 Euro extra ausgegeben haben. Unter anderem WMD, das ist die Map aus Black Ops 1. Diese Map können wir komplett in die Tonne treten, denn ich habe das Moshpit Pack Bonus DLC Scheiß nicht und werde auch keinen einzigen Cent dafür ausgeben. Das heißt, mir egal, ob ich die Map spielen kann, die hier werden sich demnächst hoffentlich wieder ändern. Infiziert, abgesteckt, Moshpit wird wahrscheinlich bleiben. Gehe ich jetzt aktuell einmal von aus. Was, kommen wir mal zu den negativen Punkten beim Ganzen, bevor wir zum Spectre kommen, da seht ihr auch gleich noch ein bisschen, wie der in Action aussieht. Ein riesiges Problem seit dem Update, es gibt wieder Fehler in der Anwendung, es gibt Bluescreens, die PlayStation starten wieder alle neu, müssen neu gestartet werden und es laggt wie Hölle. Sie haben es mal wieder geschafft, ein Update reinzubringen mit 1-2 coolen Sachen dazu und wirklich ganz, ganz viel Schwachsinn. Unter anderem, dass die Konsolen einfach mit diesem Spiel nicht richtig laufen. Das auf jeden Fall zu den Änderungen hier. Dann kommen wir jetzt einmal kurz zu ein bisschen Gameplay, dass ihr euch das angucken könnt. Ich zeige euch den Ripper dann auch einmal in Aktion und dann kommen wir gleich noch auf die Änderungen, die wir auch im Blackout jetzt mit drin haben. Wenn ihr euch jetzt fragt, was so die besonderen Fähigkeiten bei Spectre sind, dann kann ich euch sagen, er hat im Prinzip 3 verschiedene. Die allererste, die wir mit Spectre haben, ist die Rauchgranate. Das heißt, wenn wir die werfen, können wir Gegner, die im Rauch stehen, ganz klar sehen, so wie ihr seht. Dazu haben wir die Möglichkeit, mit dem Schwert, das ist unsere Spezifähigkeit, Leute auf die beste Art und Weise zu töten. Wir können rutschen,
bzw. rollen. Und wir können auf 7,5 Meter uns ranzoomen und die Leute killen. Das funktioniert dann ungefähr so. Ihr rutscht und tötet die Leute dabei. Das ist sehr, sehr cool, das Ganze. Das Rutschen funktioniert mit der Kreistaste. Wenn ihr Scuff-Pedals habt, einfach eure rechte hintere Taste nehmen. Wenn ihr keine habt, einfach Kreistaste einmal kurz gedrückt halten und dann rutscht ihr mit dem Spectre. So könnt ihr Schüssen ausweichen. Ihr habt nämlich, das müsst ihr dabei bedenken, genauso viel Leben, als wenn ihr normal spielt. Das heißt nicht wie beim Firebreak, wenn er seine Heatwave nutzt, sondern nur 150 Leben. Dazu hat Spectre noch eine Möglichkeit. Und zwar, wenn ihr auf L1 für Zielen drückt und dann auf R1, könnt ihr euer Messer werfen. Das ist eine super Möglichkeit, wenn ihr zum Beispiel nur noch 1 oder 2 Sekunden auf der Uhr habt sozusagen, wo ihr den nutzen könnt. Dann werft sein Schwert einfach und mit dem geworfenen Schwert habt ihr dann die Möglichkeit, guck mal wie man sie sieht, hat man dann die Möglichkeit noch jemanden zu killen, als sozusagen Bonusschuss, den man sonst nicht hätte. Wenn man jetzt bedenkt, dass wir den Spectre neu drin haben, in Blackout haben wir auch 2 Changes. Einmal, Spectre hat die gesamte Blackout-Map im Prinzip mit Wasser belegt, weil er den Staudamm in die Luft gesprengt hat. Ihr könnt dort weiterhin laufen in normaler Geschwindigkeit, aber ihr könnt auch mit Hovercraft, also mit diesen Booten darüber fahren. Das ist wirklich eine coole Änderung, das ändert die ganze Map, das ändert die Art und Weise, wie man spielt, das ändert auch die Geschwindigkeit. Finde ich sehr, sehr nett bisher soweit. Ich habe es gestern nur einmal kurz 2 Runden gespielt, sah aber gut aus. Und ein anderes Phänomen, was jetzt auch im Multiplayer genauso wie im Blackout ist, und zwar, wenn ihr unter Wasser schießt, dann reduziert das den Schaden eurer Waffen. Vorher war es so, wenn ihr unter Wasser geschossen habt, hat eure Waffe auf jede Entfernung genau den gleichen Schaden gemacht, als wenn ihr nicht im Wasser schießt. Zum Beispiel bei Seaside, da habt ihr ja das Problem, oder bei Kontraband, da könnt ihr ja ins Wasser gehen und im Wasser schießen. Jetzt ist es so, wenn ihr im Wasser seid, auf jemanden schießt, braucht ihr mehr Schuss, macht also weniger Schaden. Das finde ich gar nicht so schlecht, ist aber auch eine kleine Änderung. Was mich wirklich am meisten an dem Update stört, uns wurde vor Wochen versprochen, in Season 3, Grand Haze, was jetzt vorbei ist, kommt Crop Hunt. Ich denke, den Modus kennt viele von euch von WW2. Ihr startet auf einer Map und könnt euch als 4 oder 5 verschiedene Gegenstände verstecken sozusagen. Ihr nehmt dann den Gegenstand an, wie ein Schraubenzieher oder ein Stock oder eine Kiste und könnt euch auf der Map verstecken und andere müssen euch suchen. Das ist ein sehr, sehr beliebter Modus gewesen und viele haben Spaß daran gehabt, inklusive mir. Ich habe wirklich Spaß daran gehabt. Der wurde in der letzten Season versprochen, der ist immer noch nicht da. Er war in der Roadmap, die für die letzte Season da war und er ist immer noch nicht hier. Das ist eine bodenlose Frechheit. Wenn uns Content für die Monate versprochen wird, kann man erwarten, dass dieser Content auch reinkommt. Auf der anderen Seite, sie haben für Arsenal Sandsturm 4 Wochen benötigt, um es zu integrieren, von dem Tag, wo sie sagten, es kommt jetzt heute. Das heißt, sie haben am, ich glaube, 30.02. oder so gesagt, oder was weiß ich, was das war, 28.02. kommt jetzt heute oder morgen und am Ende ist es gekommen vor 2 Wochen oder sowas. Also, da bin ich wirklich sprachlos, das ist unglaublich, aber es ist leider das, was wir mittlerweile gewohnt sind. Die andere negative Sache, wir haben die Sniper immer noch nicht bekommen. Jetzt haben wir eine Nahkampfwaffe und wir haben die Tiger Shark, also diese neue LMG. Wir haben aber nach wie vor die Sniper nicht, die halbautomatische und das Ballistikmesser, was auch angeteasert wurde, haben wir auch nicht. Das heißt, wir werden da auf jeden Fall noch warten müssen. Wenn ihr den Schwarzmarkt voll bekommen wollt, 50 Level müsst ihr schaffen. Es ist eigentlich relativ einfach, Leute. Ihr müsst nur Folgendes beachten. Alle 24 Stunden bekommt ihr einen Stufensprung umsonst. Wenn ihr alle 2 Tage euch einmal anmeldet und eine Stunde spielt, eine Stunde Gamezeit, nicht reale Zeit, sondern Zeit in dem Spiel, dann habt ihr 49 Level erreicht. Das heißt, ihr braucht nur alle 2 Tage eine Stunde spielen und kriegt automatisch bis Level 50 das neue LMG. Wenn ich jetzt abschließend sagen müsste, was halte ich von dem Spezialisten? Ich will das Video nicht zu lange machen, ich saß gestern schon 3 Stunden dran. Spectre ist cool, Spectre macht Spaß. Ich finde ihn vielleicht ein bisschen zu stark, weil die Reichweite, wo er automatisch auf die Leute snappt, zu groß ist. Auf der anderen Seite muss man dazu sagen, wenn man den Rauch sieht, kann man einfach ein Stück weit weggehen und der Spectre hat im Prinzip keine Chance. Also es ist eine coole Addition zu dem Multiplayer, es wird den Multiplayer nicht retten. Die Lags, die wir hier seit dem Update haben, sind schlimmer als jemals zuvor. Wenn ich ehrlich bin, ich werde noch versuchen zu Level 1000 zu kommen. Ich weiß nicht, ob ich das mit der Motivation so lange noch durchhalte. Ich persönlich bin gespannt, was das neue COD bringt. Das neue Update ist in Ordnung.
aber es ist nach wie vor nicht das, wonach wir geschrien haben. Community Challenges, goldene Rüstungsteile für die Spezialisten mit Aufgaben, Tageschallenges, Wochenchallenges, richtige Leaderboards, Orbitalsatelliten, einen Energiekern. Die Spezialisten sind kein Ersatz dafür. Neue Waffen, nicht nur ein oder zwei alle 35 Tage, eine neue Multiplayer-Map für die Leute, die keinen Black Ops Pass haben. Was nämlich viele nicht verstanden haben. Es wird immer gesagt, ihr müsst den Kram ja nicht kaufen. All das, was hier im Black Ops Pass mit drin ist, gehört in das normale Spiel von Anfang an. Nur weil es Leute gibt, die sich am ersten Tag für 50 Euro den Black Ops Pass kaufen und für 50 Euro den Schwarzmarkt vollkaufen, wird dieses Geschäftsmodell überhaupt so noch fortgeführt. Wenn ihr euch Apex Legends anguckt, da gibt es den normalen Schwarzmarkt oder den Pass, Season Pass, wie man ihn nennen möchte, und den, den man bezahlen kann. Und wenn man sich einmal den Season Pass kauft, kann man den in der neuen Season automatisch, ohne neues Geld auszugeben, wieder kaufen, weil man die Möglichkeit hat, mit den Crypto-Coins, In-Game-Coins, wie sie da heißen, automatisch Geld zu verdienen. Beziehungsweise die automatisch zu verdienen, um dann den neuen Pass in der neuen Season zu kaufen. Das soll es abschließend gewesen sein. Heute Abend werden wir ab 20 Uhr wieder streamen. Mal gucken, ob wir bis Level, weiß nicht, 25 oder so kommen, dass wir ein bisschen mehr Nahkampfwaffe spielen können. Schaut gerne bei Twitch vorbei. Lasst mich unten mal in den Kommentaren wissen, was haltet ihr vom neuen Spectre? Habt ihr ihn schon gespielt? Findet ihr ihn gut? Findet ihr ihn langweilig? Wünscht ihr euch noch was anderes? Ich bin raus für heute. Haut rein.